Mehr Start-up-Mentalität in der Kirche. Das fordert der Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau bei der Social-Media-Tagung der EKHN. Auf der Tagung diskutierte die Kirche den Nutzen von sozialen Medien und welche Chancen die Digitalisierung bietet. Das Ziel: mehr Menschen erreichen, zum Beispiel auf sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter und YouTube. Ich wünsche mir, dass wir experimentierfreudiger werden. Dazu gehört auch eine große Toleranz im Blick auf ein mögliches Scheitern. Man muss mal Dinge ausprobieren, man muss auch scheitern dürfen. Wir reden auch oft von Fehlerfreundlichkeit. Ich glaube, es täte uns gut, das auch für uns etwas gründlicher in die eigene Grundhaltung zu übernehmen. Die EKHN pflanzt seltene Apfelbäumchen zusammen mit Schülerinnen und Schülern aus dem Odenwald. Frei nach dem angeblichen Luther-Zitat: Wenn morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Die Bäumchen werden im Höchster Klosterwald gepflanzt. Die Aktion erinnert in der Woche vor dem Erntedankfest an den Erhalt der Natur. Sterben. Was hinterlasse ich? Die Ausstellung Was bleibt geht der Frage nach, was von unserem Leben nach dem Tod übrig bleibt. Zum Beispiel Geld und Schmuck, aber auch Erinnerungen wie Fotos. Die Ausstellung gibt Tipps rund um das Thema Erben und regt an, in der Familie offen über das Sterben zu reden. Die Ausstellung Was bleibt macht bis zum 6. Oktober Halt in Hofheim. Alle Infos auf was-bleibt.de.